Herz ergrippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem für uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem. Das Lied vom Stern über Bethlehem erklang auch in diesem Jahr wieder in der Dompfarrei beim Aussendungsgottesdienst am 3. Januar in der St. Bernhardskirche. Domvikar Thomas Becker leitete den Entsendungsgottesdienst und segnete sowohl die Sterne als auch die Kreide und ging auf das Motto der diesjährigen Aktion ein. Ihr sollt ein Segen sein. Das ist letztlich auch der Aufruf Gottes in der Heiligen Schrift. Für Menschen ein Segen sein, das ist unsere Berufung als Christen. In der Darstellung der Krippe kommt immer einer, der ganz dunkelhäutig ist, dann jemand Bräunliches und dann jemand ganz Helles. Und die drei Könige, die stehen sozusagen für die damals bekannten Erdteile. Für Afrika, für Asien und für Europa. Amerika war noch nicht entdeckt. Und jeder der Könige hat auch ein anderes Lebensalter. Es gibt ein ganz junger, ein Mittelalter, Erwachsener sozusagen, der mitten im Leben steht. Und ein Älterer, ein Senior. Und so stehen diese drei Könige eigentlich dafür, für das ganze Leben eines Menschen, der dazu berufen ist, immer wieder Gott zu suchen und sich auf den Weg zu machen. Und letztlich stehen die drei Könige für die ganze Welt, weil sie sozusagen mit ihrer unterschiedlichen Hautfarbe die ganze Welt verkörpern. Alle sind an diese Krippe zu Jesus gerufen. Ja, also ich freue mich, dieses Jahr sind es knapp 60 Kinder und Jugendliche, die sich da für 2 Tage auf den Weg machen. Hier in der Dompfarrei und draußen in St. Konrad, die Pfarrei, die auch zu uns gehört, da sind es knapp 30. Der Erlös geht dieses Jahr für Kinder auf den Philippinen und da geht es um eine gesunde Ernährung, um hochwertige Nahrungsmittel und ja, und das wurde im Rahmen vom Film und so, wurde es auch den Kindern gezeigt und wie das, was mit dem Geld geschieht und somit, damit man auch weiß, für was man da unterwegs ist, für wen man sammelt. Am Montagnachmittag hatte ich mich dann einer Gruppe angeschlossen, um von Haus zu gehen, so wie das seit vielen Jahren in der Dompfarrei Tradition ist. Jesus ist bei uns auf Erden, der er uns das Leben bringt, dass wir alle glücklich werden, froher neues Lied erklingt. Liebe will er denen schenken, die wir in ihm vertrauen, wollen alle an ihn denken, die hoffnungsvoll wir vorwärts schauen. Gib gute Gaben armen Kindern, helft große Not recht bald zu lindern. Gott segne euch im neuen Jahr, das wünscht euch die drei Königschar. Während die Dompfarreigruppe weiterzieht, treffen sich Sternsinger aus dem Verein der gesamten Diözese im Museumsinnenhof zur Vorbereitung einer Demonstration für Kinderrechte. Für welche Ziele treten die Sternsinger ein? Da muss man nur die gemalten Plakate lesen. Nur Reis? Was brauchen Kinder noch? Was zu trinken. Was aus. Hygiene. Ziel der Sache ist einmal, dass die Sternsinger aufmerksam machen auf das, was sie tun, nämlich sie sammeln Geld für Kinderprojekte auf der ganzen Welt, wo eben Kinder, die benachteiligt sind, unterstützt werden. Das zweite Ziel ist, dass wir eben an die Politik gehen, an die Politikerinnen und Politiker und dort eben unsere Forderungen nach Kinderrechten laut werden lassen und darauf aufmerksam machen.